Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Und es ist wie immer schon wieder eine ganze Weile her gewesen, dass ich gespielt habe. Und ich kann mich eigentlich kaum noch daran erinnern, wo wir genau sind und was eigentlich genau passiert ist, ne? Aber ich glaube, wir sind ziemlich am Ende. Und das Spiel werden wir bald geschafft haben, was auch langsam mal Zeit wird. Ich habe auch schon die Aussichten auf ein neues Spiel gelegt. Was es noch ist, sage ich natürlich nicht. Ich glaube, wir müssen mal ins Auto einsteigen und das werden wir sofort mal tun. Und wieder eine schöne Runde fahren. Ach ja, wir müssen wieder zum Lake, also quasi zum Anfang. Das ist ja eine sehr, sehr schöne Klammer. Und dann gehen wir mal hin, ne? Ja, fahren wir mal hin. Und ich weiß nicht, also, dass diese alte komische Tante, die auch in diesem ganz am Anfang des Spiels in diesem komischen Café war, die böse Tante Gedöns ist. Ah, lass uns mal überraschen, ne? Ja. Wir müssen doch mal langsam mal bald da sein, oder? Als ich Barry im hellen Raum von meinem Plan erzählte, hatte ich so getan, als wüsste ich, was ich da tat. Es stimmte nicht. Mein Werkzeug war die wabernde Logik eines Traums. Ich musste mir den Weg zum See durch die Schrecken der Nacht erkämpfen. Ich musste einen alten, ramponierten Lichtschalter aus Kindheitstagen anknipsen. Ich musste ein glückliches Ende für eine Horrorstory finden. Ich musste meine Frau aus ihrem dunklen Gefängnis befreien. Ja, die Frau. Wie hieß sie denn? Alice? Die ist doch Alice, oder? Alice und Alan, das passt. Naja. Ja, das schaffen wir schon, Alan. Das wird schon alles ein gutes... Alter, diese Stimme, Mann. Ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen. So, was haben wir da? Und wir natürlich nehmen wir wieder alles mit. Das ist natürlich selbstverständlich. Und ich glaube, wir müssen da gleich ins Gebäude rein, genau auf der anderen Seite. Genau. Ah, Alan. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Obwohl ich sagen muss, dass es langsam monoton wird. Immer. Ist eigentlich immer das Gleiche. Mit den Viechern. Kann man bloß hoffen, dass ich mich nicht wieder erschrecke. Follow. Und das tun wir natürlich schon die ganze Zeit in diesem Spiel. Wir followen überall hin. Und ich habe kein gutes Gefühl dabei. Müssen wir hier runter? Wir müssen hier runter, oder? Ja, wen soll ich denn hier followen? Ja, hier, ich folge doch. Hier runter, oder was? Da kommt doch jetzt gleich einer. Gegenstandslimit erreicht. Das ist ja cool. Batterien gehen aber immer. Was hier mir vielleicht ein bisschen fehlt, ist, dass man vielleicht irgendwas upgraden kann. Ich weiß nicht, dass man vielleicht das Inventory ein bisschen größer machen kann. Also die Munitionskapazität oder so. Oh, ist das anstrengend. Oh, jetzt zeig mir, was du drauf hast. Oh. Oh yeah. Das Pumpen hat sich gelohnt, Dicker. Waffe nachladen? Was habe ich denn jetzt für eine Waffe? Nehmen wir den Revolver, beim guten alten Revolver. Der uns schon das ganze Leben, das ganze Spiel hin begleitet. Ne? Ja. Wie sieht man nochmal an? Ja, okay. War doch so. Okay. Oh, und wir haben die große Lampe. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Nicht zu sagen, super geil. Ey, langsam ist es mir ein bisschen hier zu blöd. Hier kommt gar nichts. Hier kommt doch jetzt gleich was. Schrotflinte? Oder die Pumpgun? Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir die Pumpgun. Finde ich gut. Nehmen wir. Und natürlich Schrotflintenmunition. Amiland liegt hier wirklich alles rum. Oh, Blendgranaten. Oh, super. Danke. Was nehme ich denn jetzt? Ich nehme erstmal die Pumpgun. Jetzt müsste eigentlich gleich was kommen. Ich werde sie Ihnen niemals geben. Oh Gott, diese... Oh. Oh mein Gott.
gibt's doch nicht. Wow! Oh Gott, ey! Boah! Der Kettensäge, Alter, das ist ja wohl ein Klassiker. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wo kam er denn her? Scheiße! Fuck! Ich muss beim Licht bleiben. Oh! Scheiße. Nein, ich hab dich nicht erschreckt. Erschrocken. Entschuldigung. So, dann zeig nochmal deine Muskeln, Alan. Na, das tut mir jetzt leid. Ja. Oh, Alan! Oh, zeig den Bizeps! Oh. Phew. Nachgeladen ist. Oh, scheiße, diese scheiß Viecher hier. Das ist ja echt zum Mäusemaken hier. Es wird nicht leichter. Es wird nicht leichter. Mann, Mann, Mann. Na komm, nimm die Waffe. So, hier ist irgendein Lichtschalter. Das ist schon mal gut. So, jetzt kommt gleich wieder die Tante. Ich werde dich wieder erschrecken. Ich werde sie dir niemals geben. Ja, bla bla bla. Was? Was war das denn? Ich glaube, das Spiel will mich verarschen. Dann das gleiche halt nochmal. Was war das denn? Kann man mal ein bisschen schneller sein? Und dann so eine Kacke hier. Ich glaube, der wird morgen Muskelkater haben. So, alle guten Dinge sind drei. Ich glaube, ich nehme mal die Leuchtfeuerpistole. Die Signalfeuerpistole oder wie auch das man nennen wollt. Ich weiß nicht, ob man auch hier bleiben kann. Weil hier gibt es auch Licht. Und Licht ist gut. Licht mag ich. Komm. So. Ja, jedes Mal jetzt sich da diese Tante anhören, nee, das ist ja wirklich ein... So, nee, mag ich nicht. Ich werde sie dir niemals ja, geben. Ja, ich guck mich ja nicht um. Okay. Lala, was ist da? Scheiße, falsche Waffe. Jedes Mal die gleiche Scheiße. Da ist er. Kommt her. Kommt her. Scheiße. Ja? Komm mal her. Alter, was der aushält, ist ja Wahnsinn. Okay. Ich glaube, ich lock die jetzt immer wieder hierher. Aber dann werde ich doch lieber mal die Pumpgun benutzen. Oh ja, die Pumpgun. G. Na, wo seid ihr? Ich höre es doch immer lauter werden. Na, kommt. Jetzt kommt doch mal bitte raus, ist nicht mehr lustig. Oh, ja, 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 ja. Butcher, 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 butcher.
Boah, Alter. Renn, Alter. Renn. Mach! Oh, scheiße. Ah, fuck, ist das schwer. Boah. Mist. Oh, Alter, ey. Ich glaube, den Scheinwerfer, wenn ich den mal bewegen könnte, dann wäre das, glaube ich, alles nicht so schwer. Der da stand. Ich probiere das jetzt mal aus. Oh Gott. Ja, und er ist auch so ein super Sprinter, wie ich in Erinnerung habe. Das macht natürlich noch mehr Laune dann. Oh Gott. Zack. So. Na dann, auf. Auf und davon. Auf und davon, ja, bla bla bla. Fast das weg. Voll die dumme Aktion, ganz ehrlich. Diese laut. Das war's aber nicht. Da kommt nämlich noch der Kettensägen-Heini. Na komm her. Na komm. Soweit haben wir es. Ich werde jetzt, glaube ich, einfach zu diesem Ding rennen. Und dann probieren wir das mal aus, Freunde. Tut mir leid, wenn ich so schlecht bin. Aber ich bin halt kein Meister. Ja, ruf. Benutzen. Ja. Okay, das ist schon mal viel, viel besser. Noch wer? Der ist wieder Babu. Jetzt ist einfach die Munition weg. Hoffe, wechseln wir's. Der lässt sich aber auch. Sein! Komm schon! Oh. Bitte sag mir, dass es das gewesen ist. Bitte. Ach du Scheiße, was liegt denn hier noch alles? Ist doch geil. So, dann würde ich mal sagen, nachladen, ne? Unsere super Waffe. So. Dann noch die Revolver-Munition. Na los, nachladen. Und dann sehen wir mal weiter. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Wenn man sich mal ein bisschen klug anstellen würde, dann geht das auch einigermaßen. Aber Alan ist mehr so ein Muskelprotz, der denkt nicht viel nach. Komm schon. Yeah. Baby, meine Muskeln. Oh, enge Räume sind nicht cool. Ich kann das nicht oft genug sagen, ne? Manuskript. Ist ja Wahnsinn. Dass wir das mal wieder gefunden haben. Und die Thermosflaschen fehlen mir ein bisschen. Ja, an die kann ich mich noch erinnern. Auf Wiedersehen. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Ich schaue mich erstmal um, aber hier scheint es nichts zu geben.
Nope. Haha. Dann gehen wir mal zum Kontrollpunkt. Das wird doch bestimmt locker einer sein. Oi. Aber erstmal. Okay, ich sollte vielleicht doch mit der Revolver, mit dem Revolver schießen. Bei den kleinen Viechern. Das bringt es sonst nicht. Na gut. Auf. Kontrollpunkt erreicht. Sehr schön. In der Ferne sah ich den Mirror Peak. Dort war der Cauldron Lake. Ja, schön. Und überall Raben. Nee, die Raben sind auch scheiße. So ziemlich alles hier im Spiel ist scheiße. Alles so dunkel und alle sind schlecht drauf. Ey, das ist doch nicht schön. Das will man doch nicht. Keiner lacht, keiner tanzt. Keiner ist am Feiern. Das ist doch nicht schön. Aber hier scheint es nichts zu geben. Naja. Boah, so viele Raben. Hallo, lauf doch mal. Ach, hier ist wieder was einsammeln. Boah. Jetzt haben wir schon ein kleines Waffenarsenal. Das ist schon... 5? Boah, das wird schon einen Grund haben, wieso wir das jetzt alles brauchen. Zum einen finde ich das natürlich toll. Zum anderen denke ich mir auch, was kommt da jetzt auf uns zu? Und das muss doch echt scheiße sein. Ja, und warum gehen die Rahmen nicht weg? Sind sie bescheuert? So, sind wir hier richtig? Muss ich hier lang? Hä? Huch! Was passiert? Komme ich hier wenigstens wieder hoch? Boah, du bist so ein Athlet, Alan. Dann muss es doch weitergehen. Ah. Boah, geil. Machen wir einen auf Indiana Jones. Verschwindet. Blöden Robin. Geht mir aus dem Rage. Boah, das war so klar, dass das jetzt alles kaputt geht, ne? Kontrollpunkt erreicht. Klettern? Will ich klettern? Ja, ich will klettern. Oh, schneller, Alan.